Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Mittwochsimpuls für euren Wunschpartner oder auch Seelenpartner. Ja, was soll ich sagen? Ich würde mir sagen, die Schlinge, die zieht sich zu. Ich möchte kurz mal ausholen. Ich weiß sehr gut aus langer Erfahrung, wie man sich jetzt kurz vor Weihnachten fühlt, als Gefühlsklärer, als ein einsamer Mensch, der es nicht wagt, sich nicht traut, zu seinen Gefühlen zu stehen, der Angst davor hat, die wahren Gefühle zu zeigen, vielleicht auch, weil man sein Gesicht verlieren könnte, vielleicht auch, wie steht man vor den anderen da? Bin ich dann ein schlechter Mensch? Bin ich kein guter Vater mehr? Bin ich kein guter Freund mehr? Bin ich kein guter Ehemann mehr, wenn ich zu meinen wahren Gefühlen stehe? Und diese Gedanken, komischerweise, sind verstärkt oder kommen verstärkt hoch in der Weihnachtszeit. Das ist ja die Zeit der Besinnlichkeit. Das ist auch die Zeit, wo man in sich geht, wo man auch vielleicht das Jahr nochmal Revue passieren lässt, sich viele Gedanken über das Gute, das Böse, das Liebe, das Schlechte macht. Was hätte ich besser machen können? Was hätte ich anders machen können? Und die Zeit, glaube ich, ist auch so gewollt. Und wenn ihr gleich seht, welche Karten gefallen sind, frage ich mich persönlich, warum ich eigentlich, ja, warum ich persönlich jetzt als Micha es nicht vorher oder früher kapiert habe. Zu mir zu stehen, ehrlich zu mir zu sein, authentisch zu mir zu sein. Warum musste ich den 19.09. als meinen Tag erleben und es nicht aus eigener Kraft schaffen, endlich den Umbruch in meinem Leben zu erlangen? Es sind Gedanken, die natürlich immer wieder zu Weihnachten auch bei mir hochkommen. Glücklicherweise bin ich authentisch, stehe zu meinen Gefühlen, egal was andere denken, was andere sagen, was andere fühlen, denn es ist mein Leben. Es ist mein Leben und das ich auch gewollt habe über lange Jahre, aber es nie verwirklichen konnte. Und die Zeit, jetzt und das nächste Jahr, bin ich fest davon überzeugt, dass ein großer Umbruch stattfinden wird. Dass die wirklichen Seelenpaare zusammenkommen und dass auch endlich Bewegung in die ganze Sache kommt. Und wenn ich nur die Hauptenergie und die Klärungskarten sehe, kam mir spontan die Lüge, die Angst, das Verderben in einem selbst, das Misstrauen in einem selbst, die Angst, sich hinter Dingen zu verstecken, nicht ehrlich zu sich zu sein, wird aber der Schlüssel sein.
Es wird jetzt noch mal klarer werden, es wird auch nächstes Jahr klarer werden, dass Veränderungen eintreten dürfen, müssen und auch sollen. Und dass man auch zu seinen Lügen, zu seinem Selbstbetrug, auch zu der Angst, die man in sich spürt, steht. Auch der Angst, ins Gesicht zu blicken. Denn das wird einen stark machen. Und das wird auch einem helfen, die richtigen Wege einzuleiten, um seinem Herz zu folgen. Und nicht nur du hast den Schlüssel in der Hand, sondern auch er. Und er wird auch den Schlüssel benutzen. Er wird den Schlüssel für sich, für sein Glück und für die Gerechtigkeit nutzen. Die Gerechtigkeit in seinem Leben, etwas zu verändern. Und zwar zu sich zu stehen. Und die Gefühle oder den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Wir haben hier, also ich hätte die Karten wirklich nicht besser rauslegen können, so wie sie jetzt liegen. Und es hat aber auch einen Sinn für mich. Das macht auch Sinn für mich, denn es ist jetzt nochmal so prägnant. Es ist nochmal so viel Energie, die hochkommt, die hochkommen möchte, die auch hochkommen muss, um Dinge zu verstehen. Dinge, die vorher vielleicht im Dunkeln waren, die vorher vielleicht nicht ausgesprochen wurden, die vielleicht auch ja, hinterm Nebel lagen, aber jetzt hoch explosiv in einem hochkommen. Und nur die ersten drei Karten zeigen eigentlich alles. Da liegt der Ring, das Kreuz und das Herz. Die göttliche Führung ist wieder sehr präsent. Die war eigentlich immer sehr präsent. Aber ich glaube, jetzt auch zur Weihnachtszeit nochmal verstärkt. Auch das Gefühl nochmal hoch zu leben, zu erwecken, wo gehörst du denn hin? Wo ist denn dein Herz? Oder wo fühlt dein Herz sich zu Hause? Wo fühlst du dich wohl? Wo fühlst du dich geliebt? Wo fühlst du dich zufrieden? Und das ist eure Verbindung. Das ist der Ring. Der Ring ist eure Verbindung. Da möchte auch die göttliche Führung ihn nochmal, wenn du jetzt natürlich als Mann zuschaust, seh das bitte als Frau. Aber ich rede über den Gefühlsklärer. Nochmal darauf hinweisen, was diese Verbindung, dieser Augenblick, dieser magische Moment ausgelöst hat. Und warum der so bedeutsam ist. Und warum ist er so bedeutsam? Du findest nur einmal in deinem Leben diese besondere Liebe. Du liebst Menschen. Du liebst viele Menschen. Aber du liebst diese Menschen auf andere Weise. Aber du liebst einen Seelenpartner nur auf die Weise, die auch richtig ist. Wo du dich komplett fallen lassen, gehen lassen und zufrieden sein kannst. Und das ist auch das, was die göttliche Führung nochmal jetzt verstärkt darauf hinweist. Und wo ich gemeint habe, die Schlinge zieht sich zu, das ist natürlich jetzt auch. Die Tage werden jetzt natürlich kürzer zu Weihnachten. Das Fest steht an. Die Familie kommt zusammen, Freunde kommen zusammen. Man sieht andere Paare, die glücklich sind, die vereint sind. Und man schaut auf sich selbst.
Und was sieht man? Man sieht, dass man in der Angst und der Lüge lebt. Dass man nicht sein wahres Ich lebt. Vielleicht auch oftmals aus Verzweiflung, sich schwach zu fühlen. Vielleicht haben sich viele auch aufgegeben. Aber da ist die göttliche Führung, die jetzt auch die, die schwach sind, die sich müde fühlen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, schau, wir sind da. Wir wissen die Aufgabe, die du noch zu erledigen hast. Wir wissen auch, wo eigentlich dein Herz hingehört. Und wir sind da, um dich zu unterstützen. Vielen ist vielleicht das oftmals nicht bewusst, aber die Seele, das Unterbewusstsein weiß es, denn das Unterbewusstsein spürt es. Und das dringt mehr und mehr an die Oberfläche. Und es wird mehr und mehr bewusst werden. Auch den harten Nüssen wird es bewusst werden. Und das Fest der Liebe sollte auch das Fest der Liebe sein. Und nicht das Fest der Lüge, des Betrugs oder der Angst. Und Gott, genau der liebe Gott, der wird da nicht mehr zuschauen. Der möchte, dass die Menschen wieder glücklich sind, dass sie wieder erwachen, dass sie wieder Mut, Lebensmut in sich spüren. Und dazu gehört auch, zu seinen Gefühlen zu stehen. Wir haben hier die nächste Reihe, was auch wunderbar ist, denn durch genau diese an die Hand nehmen von der göttlichen Führung wird er auch, ich würde nicht sagen, die Erleuchtung bekommen, sondern seine Aufgabe erkennen. Seine Aufgabe im Seelenprozess, seine Aufgabe, was auch seine Seele, vielleicht deiner Seele versprochen hat, und auch das als Geschenk sehen, als Geschenk endlich zu erkennen, was ist denn eigentlich meine Aufgabe hier auf Erden? Was ist es denn, was mich, was auch mein Inneres glücklich machen kann. Und das ist ja natürlich auch die spirituelle Aufgabe. Also wir haben schon zwei ganz große Karten. Wir haben die göttliche Führung. Wir haben den Stern, der Stern für die Erleuchtung, für die spirituelle Erkenntnis. Viele gehen Weihnachten in die Kirche. Was predigt der Priester, der Pfarrer? Von der Liebe Jesus, von der Liebe Gottes. Aber auch sich selbst zu lieben, sich selbst wert zu schätzen. Und das, glaube ich, wird auch ein großer Auslöser sein, auch Aufgaben jetzt zu erkennen, anzunehmen, und etwas in seinem Leben zu verändern. Dass diese Karte hier in die Mitte gefallen ist, ist kein Zufall. Denn das ist für mich immer die Gesamtenergie. Das heißt, jede Karte, egal wo sie liegt, wird immer an diese Karte anecken. Du kannst es diagonal, waagrecht, senkrecht sehen, wie immer du möchtest. Und alle Karten ecken an dieser Seelenpartnerschaft, Seelenverbindung an. Und wenn ich euch die letzte Reihe zeige, glaube ich, wird auch dem letzten Zweifler klar werden, was die göttliche Führung vorhat. Also für mich, wo die Karten dann gefallen sind, wo ich sie gemischt habe, hingelegt habe, dass die so fallen wollten,
ist für mich eins klar, dass jetzt die Zeit nochmal verstärkt von der göttlichen Führung genutzt wird, um hier auch Dinge klarzustellen, um nochmal etwas vorzuheben oder hervorzuheben, was auch viele unterdrücken. Und schau mal auch, wie die Karten gefallen sind. Da ist er gefallen und du bist gefallen. Und ihr beide schaut euch an. Es ist nicht umsonst so gefallen. Es ist nicht umsonst. Es sollte so sein. Und das mit dem Kreuz, mit der Seelenpartnerkarte, mit dem Stern, zeigt mir persönlich diese Kartenkombination, dass jetzt etwas oder dass in naher Zukunft etwas ganz Gewaltiges passieren wird. Und hier haben wir die Maske. Und für mich war sofort klar, dass jetzt Masken fallen werden. Sowohl bei dir als auch bei ihm. Wir können uns nicht mehr hinter der Maske verstecken. Wir dürfen uns auch nicht mehr hinter dieser Maske verstecken, sondern wir müssen unser Gesicht zeigen. Und unser Gesicht zeigen heißt uns zeigen. Uns, unsere Gefühle, unser wahres Ich und das, was wir auch wollen, was wir von uns erwarten. Wir dürfen uns nicht mehr verstecken. Wir dürfen uns nicht mehr hinter Ausreden verstecken. Und das ist genau das, was jetzt auch passiert, dass mehr und mehr die Wahrheit der Gefühle ans Licht kommt. Und ich freue mich wirklich, dass es vielen Menschen, vielen Gefühlsklärern oder auch Gefühlsklärerinnen bewusst werden kann, dass jetzt die Zeit für Ehrlichkeit ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch besinnliche, frohe Weihnachten und alles, alles Liebe, euer Micha. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.